Ich möchte in diesem Video die erste binomische Formel erklären und da fange ich gleich mal mit der entsprechenden Formel auch an. Wir haben also a plus b in Klammern zum Quadrat. A plus b in Klammern zum Quadrat bedeutet, ich muss a plus b mit sich selbst multiplizieren. Zwei Klammern miteinander multiplizieren bedeutet aber, dass ich jeden Summanden der ersten Klammer mit der gesamten zweiten Klammer multiplizieren muss. Ich muss also schreiben a mal a plus b plus b mal a plus b. Und jetzt muss ich wieder nach dem Distributivgesetz das a in die erste Klammer rein multiplizieren und b in die zweite Klammer rein multiplizieren. Machen wir das mal. Dann steht hier a mal a, das ist a Quadrat, plus a mal b, plus, und jetzt bei der zweiten Klammer mache ich genau das gleiche. Das ist also b mal a plus b mal b und b mal b ist b Quadrat. So, und weil a mal b und b mal a das gleiche ist, nach dem Kommutativgesetz der Multiplikation, kann ich diese beiden Terme zusammenfassen zu 2ab, sodass hier also insgesamt steht a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und damit lautet die erste binomische Formel a plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Man kann das Ganze auch noch geometrisch deuten. Wir haben hier ein Quadrat mit der Seitenlänge a plus b und die Gesamtfläche des Quadrates ist a plus b in Klammern zum Quadrat. Dieses setzt sich zusammen aus diesem Quadrat, das ist a Quadrat, also hat die Fläche a Quadrat, aus diesen beiden Rechtecken, die jeweils die Fläche a mal b haben, und aus diesem kleinen Quadrat mit dem Flächeninhalt b Quadrat. Und damit ist die Formel noch einmal bestätigt. Wir wollen jetzt drei Beispiele rechnen, die ich hier bereits auf der Rückseite der Tafel vorbereitet habe. Wenn wir jetzt die erste binomische Formel anwenden, müssen wir hier x plus 3 in Klammern zum Quadrat berechnen. X entspricht dem a, die 3 entspricht dem b und x plus 3 in Klammern zum Quadrat ist demnach x Quadrat plus 2 mal 3 mal x, das ist also insgesamt 6x, das schreiben wir gleich hier nochmal hin, plus 3 zum Quadrat. Und das ist 9. Wir können hier also schreiben, das ist x Quadrat plus 6x plus 9. Hier habe ich noch ein zweites Beispiel, 2x plus 5y in Klammern zum Quadrat. Das ist also 2x als Ganzes zum Quadrat plus 2 mal 2x mal 5y plus 5y zum Quadrat. Und zwar natürlich in Klammern. Und jetzt können wir die Klammern ausmultiplizieren, nämlich 2x zum Quadrat heißt ja 2x mal 2x. Das ist also insgesamt 4x Quadrat plus 2 mal 2x mal 5y. Das sind also 4 mal 5, das sind 20 xy plus
Und 5y zum Quadrat ist natürlich 25y². Wir müssen die 5 quadrieren und wir müssen y quadrieren. Das letzte Beispiel für die erste binomische Formel. 2x² plus 6y hoch 3 in Klammern hoch 2. Das ist gleich 2x hoch 2 plus 2 mal, also 2x² hoch 2 plus 2 mal 2x hoch 2 mal 6y hoch 3 plus 6y hoch 3 zum Quadrat. So, und jetzt fassen wir das Ganze noch ein bisschen zusammen, indem wir hier die Klammern ausmultiplizieren. Dann haben wir 4 mal x² zum Quadrat, das ist also 4x hoch 4, plus 2 mal 2 mal 6, das sind 4 mal 6, sind 24, x hoch 2, y hoch 3, plus, und die Klammer aufgelöst ist erstmal 6 Quadrat ist 36 und y hoch 3 zum Quadrat ist y hoch 6.